Hallo, willkommen in meinem Wohnzimmer. Ich bin Christina Auerswald und habe beim Mitteldeutschen Verlag einen historischen Roman veröffentlicht. Das ist schon der zweite, muss ich sagen. Das ist Magdalene und die Saaleweiber. Aus dem möchte ich heute ein kleines Stück vorlesen. Ein historischer Roman, der Ende des 17. Jahrhunderts spielt, als Halle noch eine Stadt von 10.000 bis 12.000 Einwohnern war, also überschaubar. Und Magdalene ist die Hauptfigur in diesem Roman. Sie ist noch sehr jung, sie ist noch keine 20, hat aber schon ein Kind. Und ihr Mann ist 27 Jahre älter als sie, ein Spezereienhändler. Und sie hat drei Mägde. Die drei Mägde und Magdalene, das ist ein bisschen schwierig. Magdalene hat einmal ein Problem mit diesen drei Mägden. Sie hat aber auch ein Problem, weil man in der Stadt ihrem Mann gegenüber so ein bisschen misstrauisch ist. Er ist nämlich mit den Spezereien, manche denken halt, er mixt was zusammen und andere denken wieder, ja, er hat da möglicherweise mal was verbrochen. Es gibt ein Gerücht, er hätte mal ein Kind umgebracht. Magdalene glaubt das natürlich nicht, aber wie das so ist mit Gerüchten, manchmal nehmen die unangenehme Formen an. Die drei Mägde wieder sind sehr unterschiedlich. Die Else ist die Altmagd und Gertrud und Rosina sind die beiden jüngeren Mägde. Ja, und mit Else hat Magdalene so ihre Schwierigkeiten. Ich lese jetzt ein kleines Stückchen vor und hoffe, dass ich damit Appetit machen kann, dass ihr das Buch vielleicht ganz lesen möchtet. Magdalene war draußen gewesen und hörte, dass Else in der Küche zu reden angefangen hatte. Sie trat in den Korridor und erhaschte die ersten Worte. Wenn sie in die Küche ginge, würde Else sofort aufhören. Deshalb blieb sie vor der halboffenen Küchentür stehen und lauschte. Einen freundlichen Abend mit einer schönen Geschichte konnten alle gut gebrauchen, damit wieder Frieden ins Haus einkehrte. »Seid still, sonst rede ich nicht weiter«, schimpfte Else. Sie hatten also gestritten. »Schon gut«, hauchte Gertrud. Rosina runzelte die Stirn, das sah Magdalene vom Korridor aus, weil die Kindermagd am nächsten zur Tür stand. Es konnte sein, dass Else gleich eine besonders gute Sage erzählte. Es konnte aber auch sein, dass sie beleidigt war und schwieg. Dieses Mal redete sie weiter. »Hört zu«, fuhr Else fort, »die Saaleweiber sind gewissermaßen das Gegenteil der extraordinären Weiber. Die sind gottnah und vom Glauben durchdrungen. Die Saaleweiber dagegen sind teuflisch und tragen Aberglauben unter die Menschen. Es gibt sie, seit es den Teufel gibt. Am Anfang hat unser Christentum sie niederringen können, aber jetzt treiben sie wieder unbehelligt ihr Werk, die Saaleweiber. Und warum? Weil keiner mehr glaubt, dass es sie gibt.« »Saaleweiber«, wiederholte Gertrud ängstlich. »Saaleweiber sind gewöhnliche Hexen. Es ist diese Art Hexen, die es hier in der Gegend gibt.« »Versündige dich nicht, Else«, murmelte Rosina. »Wenn es doch wahr ist«, seufzte Gertrud. Elses Stimme grub sich in die Küchenluft. »Die Saaleweiber haben magische Kräfte.« »Zauberkraft gibt's sie neuerdings auf dem Markt zu kaufen. Woher sollen sie die haben?«, spottete Rosina. Else wurde lauter, als sie antwortete. »Aus einem magischen Ritual. Sie übertragen einander ihren Zauber durch ein Tieropfer.« »Was für ein Tieropfer?«, fragte Gertrud mit zitternder Stimme. »Sie schlachten einen Huhn oder einen Hasen und lassen den Kadaver an einem geheimen Ort liegen. Wenn die Knochen weiß geworden sind, nehmen sie sie an sich. Dort drin steckt die magische Kraft.« »Und was machen sie damit?« »Sie behalten sie oder geben sie an eine andere weiter. Die kleinen Knochenstücke sind es, die machen aus den gewöhnlichen Frauen Hexen.« »Hexen?«,
Gertrud war kaum noch zu verstehen. Saaleweiber sind Hexen. Sie können schwimmen und tauchen. Sie können sich sommers wie winters unter Wasserspiegel der Saale verstecken, vor allem wenn sie in Gefahr geraten. An Land sehen sie aus wie Menschen, aber wenn sie ins Wasser gehen, verwandeln sie sich in Fische. Sie treffen sich unten am Ufer, nachts um die Stunde, bevor die Tore schließen. Das fällt nicht weiter auf. Sie sehen aus wie gewöhnliche Hausfrauen. Die können nicht nachts verschwinden, sondern nur abends, wenn alle glauben, sie wären in alltäglicher Sache unterwegs. Wann? Um welche Zeit? Wenn ich das Abendessen vorbereite? Fragte Gertrud. Um die Stunde, wenn Rosina den Hans hütet und Herr Renicke im Kontor arbeitet. Ich habe um diese Zeit mit meinem Gebet zu tun. Ihr seht doch, dass ich mich jeden Abend auf den Boden knie und bete. Für einen Moment herrschte Grabesstille, bevor Gertrud hinzufügte. Das ist genau die Stunde, in der Frau Renicke den französischen Armen Brot bringt. Sie sagt, das wäre Barmherzigkeit. Die Stille begann zu knistern und breitete sich in der Küche aus. Magdalene vor der Tür schnappte nach Luft. Warum hatte Else die kleine Gertrud dazu gebracht, solch eine Ungeheuerlichkeit auszusprechen? Damit sie hinterher sagen konnte, sie hätte nicht selbst gegen ihre Herrin gehetzt. Ach was, sie bringt wirklich Brot zu den Armen, fuhr Rosina heftig in das Schweigen hinein. Was sollen die Andeutungen, Else? Wir treffen oft welche von den Franzosen, wenn wir zum Markt gehen. Sie sind freundlich und bedanken sich bei unserer Meisterin. Franzosen, dieses Ketzerpack! Elses Stimme vibrierte dunkel vor Verachtung. Wer weiß, wofür die sich bedanken? Magdalenes Herz klopfte heftig. Das leise Wohlwollen, das sie noch wenige Augenblicke zuvor für Else empfunden hatte, war wie fortgeblasen. In Else steckte kein Staubkorn von Liebenswürdigkeit. Diese Frau war nur böse. In ihren Augen standen nichts als Gift und Galle. Else glaubte, schlauer zu sein als alle anderen und dachte, Gertrud und Rosina auf ihre Seite ziehen zu können. Sie meinte, sich selbst als besonders gläubig und Magdalene als Hexe hinstellen zu können. Magdalene legte eine Hand an den Türrahmen und sah, dass ihre Finger zitterten. Elses Stimme hüpfte höher. Es betrifft nicht alle, sondern nur Frauen, die das Amulett besitzen. Was für ein Amulett? Fragte bebend Gertrud. Ein Amulett, das sie an einem Lederband um den Hals tragen, antwortete Else. Das ist das Schmuckstück, in dem die zauberkräftigen Knochen stecken. An dem erkennen sich die Saaleweiber untereinander. Ansonsten geben sie sich wie gewöhnliche Frauen. Man sieht es ihnen nicht an. Ärgerlich antwortete Rosina, so etwas soll unsere Meisterin haben? Das wolltest du doch sagen, Elsa. Das glaube ich nicht. Es war genug. Magdalene musste dem ein Ende setzen, sonst gelang es Else noch, die jungen Mägde gegen ihre Herrin aufzubringen. Sie klapperte mit den Holzpantinen durch den Korridor, schob die Küchentür weit auf und stellte sich mitten hinein. Magdalene sagte keinen Ton, die drei in der Küche auch nicht. Else rührte mit dem Rücken zu ihrer Herrin am Herd im Suppentopf. Rosina schnitzelte mit abgewandtem Kopf die Rüben. Nur Gertrud sah, während sie die eiserne Platte am Herd abrieb, ihre Herrin unter den gesenkten Wimpern hervor, misstrauisch an. Das ist ein kleiner Appetitzappen aus dem Buch. Ich kann ja noch verraten, dass Magdalene tatsächlich ein Amulett hat, an dem sie sehr hängt, was sie von früher hatte und in dem wirklich kleine Knöchelchen sind. Tja, und wie es weitergeht mit Magdalene, ihrem Amulett, mit dem Gerücht um ihren Mann und auch mit Else, wird noch eine dramatische Sache, denn es wird noch brennen. Und
Das könnte ziemlich gefährlich werden. Also, ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere sich dieses Buch kauft. Ich finde es sehr gelungen und es ist natürlich der Auftakt oder es ist das zweite Buch einer Reihe. Also viel Spaß beim Schnuppern und Lesen und tschüss, bis zum nächsten Mal.